herzlich willkommen bei Cayman und Flexi! Und wir werden heute die verfluchte Nonne mit der Trone... Wir kommen gerade aus dem neuesten Kinofilm The Nun 2, Die Nonne 2, und der Film ist so heftig. Vor allem das Ende, Freunde. Wenn ihr das Ende gesehen habt, dann wisst ihr, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen jetzt zusammen mit euch die Drohne starten. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Flex. Die Drohne müssen wir starten, um die Nonne 2 heute in Real Life zu überwachen, Mann. Das ist unser Ziel, Mann. Der Film ist so heftig. Ist total Flex. Das ist so groß. Wir reinholen die Drohne, ihr kommt mit. Wir haben hier die Drohne, Freunde. Aber Flex, erklär mir mal, warum die Nonne am Ende des Kinofilms so krank drauf ist, Mann. Ich verstehe es nicht. Das ist ein absolutes Geheimnis. Deshalb wollen wir ja jetzt genau die Drohne starten. Aber Leute, die Nonne, The Nun 2, ist so gruselig. Zwei, und das auch noch alles vor Halloween. Ich wirklich sowas habe ich noch nie gesehen, Schreibt noch nie erlebt. Erstmal Nonne in die Kommentare. N-O-N-N-E. Die Nonne. Nonne in die Kommentare und lasst alle jetzt mal ein Like Komm auf, geht's. Bist du dir sicher, dass wir das wirklich machen sollen, Mann? Wir müssen es machen, Dass wir wirklich Freunde. Die Nonne mit Flexi, der Drohne halt überwachen. Die Drohne. Hier ist sie, das hier hat ist doch niemand gemacht. Ach, Flexi, auf geht's. Weißt du was, wir verschwenden keine Zeit für euch. Bleibt bis zum Ende dran. In 3, 2, 1, let's go. Geht's. Die Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen die Nonne 2 aus dem Film The Nun 2, Leute. Mann. Und es ist 3 Uhr mittags, deshalb haben wir die Drohne gestartet. Mal, da ist ein Zirkus, sollen wir da hinfliegen, Mann? Vielleicht finden wir da die Nonne 2. Natürlich, solche Horrorgestalten finden sich immer im Zirkus. Im Zirkus, Alter, Leute, und es ist doch so ein Horrorhaus. Guck mal, das Horrorgelände. Die Drohne fliegt jetzt mit euch direkt zum Zirkus. Deshalb läuft alle noch mal ein Like da. Flexi, schau dir das an, was geht da ab? Weißt du, was mir gerade wieder auffällt? Hä? Da steht zwar ein Zirkus, aber da ist ja niemand wieder. Keine. Nicht eine einzige Person läuft um den Zirkus rum. Der ist zu, als wäre das ein Geisterzirkus. Es muss doch jemand auf den Zirkus aufpassen, aber da ist trotzdem Leute, niemand. Mann, wir werden jetzt mit euch um das ganze Zirkusgelände fliegen und nach der Nonne suchen. Wisst ihr, wie eine Nonne aussieht? Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare und lasst ein Like da. N-N-E. Die Nonne in die Kommentare. Aber schau doch mal, Cayman, da ist niemand. Nicht eine einzige Person. Ein krank verlassenes Gelände, Mann. Guck mal, in der Mitte ist irgend so ein Grashalm und da ist ein blau-weißes Und da Zell? Soll die Nonne sein, wo überhaupt kein Mensch ist? Ich weiß es nicht, Flex. Wir suchen jetzt das ganze Gelände mit euch zusammen ab, Leute. Schaut jetzt, Mann, was ist warte, das? Warte, ist... Nee. Sind überall so Strandstühle? Ihr seht die Stühle, aber, weißt du, was wichtig ist? Es sitzt keiner auf den Stühlen drauf, obwohl die Sonne scheint um 3 Uhr mittags. Ich blick mal hier über das Sonnensegel, um das Sonnensegel, unter das Sonnensegel, damit wir schauen, ob wir irgendjemand, ist da jemand? Irgendwas erkennen konnten. Und wir sind immer noch auf der Suche nach die Nonne 2 aus dem Kino. Leute, ihr wisst, wie die Nonne aussieht, Mann. Die hat hier so eine Kutte an, so weiß. Ja, das ist die normale Nonne. Ja. Aber die aus dem Kino ist fast eine Horror-Nonne, wie Wenn aus ihr die Halloween. Nonne seht, Leute, macht vielleicht am besten die Augen zu. Die hat ganz, ganz böse Augen und einen Mund und die so Zähne. Verschrumpeltes Gesicht und überall Narben und... Oh. Also eine normale Nonne ist es auf keinen Fall. Flexi, du weißt, warum wir hier fliegen. Ihr wisst, warum wir fliegen. Wir haben das Ende von The Nun 2, dem Kinofilm, gesehen. Und da müssen wir jetzt einfach nachgehen. Wir müssen schauen, was die Nonne jetzt macht. Wir müssen sie finden, Leute. Ich bin aber ganz ehrlich... Bei der Nonne 2, der Film und auch der Charakter, es ist mir einfach zu gruselig. Das und das kurz vor Halloween, das ist für mich einfach zu gruselig, Mann. Schau mal, ich fliege ein Stück zurück. Ich will gar nicht sehen. Was. Alter, das ist eine Brücke, Mann. Da kommt ein Zug angefahren, Freunde. Nein. Alter, hoffen wir, dass die Nonne aussteigt. Komm, Flexi, hier sind 4 Türen an dem Zug. Wir müssen gucken, irgendwo muss einer aussteigen. Ist da jemand? Links, ganz links. Hallo. Da, die Nonne, Freunde. Wo? Da läuft sie, die ist ausgestiegen. Mit einer Aktentasche. Du hast nicht unrecht. Alter, wir folgen dir. Du bist alles fort! Nee. Nein? Ist es die Nonne? Nee, die trägt einen Koffer. Und es ist ein Mann, oder? Ein Mann. Die Nonne ist eine Frau. Eben! Du hast recht. Und der Mann trägt auch noch einen Koffer. Es war die Nonne trägt keinen Koffer. Was ist, wenn die mit dem Zug weitergefahren ist nach unten? Und die haben sie jetzt verpasst? Die sitzt im Zug drin? Da musst du den Gleisen folgen. Ich folge dem Zug, Freunde. Da vorne ist der Zug, Alter. Wir folgen dem Zug. Oder soll ich... Oder sollen wir zu den Autos fliegen? Leute! Lieber zu den Autos! Zu den Autos! Leute, ja, wir fliegen mit zu der Autobahn. Zu der Autobahn! Auf jeden hier Fall! Hier vorne rechts ist die Autobahn! Ist die Autobahn! Was ist, wenn ihr da mit dem Auto drin sitzt? Kevin! Was? Da links! Da läuft jemand! Links läuft jemand! Was ganz alleine! Vorne. Ganz alleine läuft da jemand! Alter, Leute, da steht sie! Ihr seht sie jetzt gerade perfekt! Wir fliegen näher, ganz langsam! Da ist eine Person, die läuft ganz alleine diesen Weg entlang! Oh mein Gott! Und die ist schwarz gekleidet! Und die hat so eine Kutte an! Das könnte die Nonne sein, Mann. Warte, Leute, ihr müsst ihr Gesicht erkennen. Bleibt dran, lasst noch nicht sicher. Schwarz gekleidet und eine Kutte. Ich flieg das heißt aber noch nichts. Ich flieg ganz ist ganz wichtig jetzt. Und... Warte. Ah! Ist die Nonne. Ihr seht es, Freunde. Oh
mein Gott! Ihr seht das Gesicht voller Narben, voller Hass, voller Gewalt. Aber warum erschrecken wir uns so? Das war ja unser Ziel, die Nonne zu erwischen heute mit der Drohne. Weil die da irgendwas in der Hand hat, vielleicht irgendeinen Karton, sie trägt Box. Was. Nein, sie trägt doch echt was. Sie trägt da was. Leute, was? Was trägt die denn? Ich muss näher fliegen. Aber ich will nicht, dass sie uns erkennt, Mann. Ey, wir haben so viele Drohnen verloren und die Nonne ist so gefährlich. Bitte, bitte schau, dass die Nonne uns nicht erwischt, Alter, mit der Drohne. Ich kann in den Korb gucken. Da ist irgendein Gefäß drin, ein Kürbis? Wichtiger ist ja, wo läuft denn die Nonne hin? Sie bleibt halt! Oh mein Gott. Das sag ich gerade, die bleibt stehen! Die bleibt einfach stehen, ich flieg weiter und die bleibt einfach stehen. Nein, sie läuft weiter. Jetzt läuft sie weiter. Doch, sie läuft weiter. Die hält den Korb nach oben, ihr seht es. Aber wieso? Warum muss man denn den Korb nach oben halten? Versteh ich nicht. Leute, lasst alle mal jetzt noch ein Like da. Wir haben sie gefunden, die Nonne! The Nun 2 aus dem originalen Kinofilm The Nun. Aber ich freue mich irgendwie gar nicht. Die stellt die Kiste ab. Alter, die stellen die Kiste ab, Leute, Mann. Was hat die vor? Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir müssen das zu Ende gucken. Mit euch. Aber Cayman, bitte, bitte, flieg nicht zu nah dran. Ich will nicht, dass die Nonne unsere Drohne erwischt. Ich bleib in sicherer Entfernung. Du siehst es hier. Aber ja, ja, guck mal, die läuft um diese Kiste drumherum. Hä, wieso? Hä, wieso bleibt die mitten im Weg auf der Straße da stehen? Sie holt das Gefäß raus. Was ist denn das? Alter, das sieht so richtig antik aus. Was macht die da? Die spielt damit oder was? Sie? Hä? Nee. Warte. Nein. Alter. Oh, doch! Da kommt Pulver raus. Sie macht's auf die Straße. Was soll was das sein? Was hat die vor, Mann? Hä? Die macht einen weißen Strich oder was soll das sein? Und warum? Hä? Verstehe ich nicht. Alter. Und wieso genau? Nein, Leute, nein, wieso ausgerechnet da? Sie setzt wieder an. Was macht sie nochmal? Alter, was macht die? Was jetzt, hat die jetzt! Vor? Die macht viel mehr als davor. Jetzt macht sie es richtig. Alter, ich kann's nicht. Was Alter, macht sie denn da? Das ist eine Urne. Das ist eine Urne, Mann. Das ist Asche. Das ist irgendwas Verbranntes. Ein Kreis. Eingeäscherte Menschen oder Leute, was? Seht ihr das? Die Nonne macht einen Kreis auf die Straße. Weißt du, was das bedeutet, ein Kreis? Was? Meistens ein Hexenritual. Irgendein Ritual. Ein Kreis. Ihr kennt es doch. Ein Kreis aus Salz, um die bösen Dämonen fernzuhalten. Die macht doch jetzt oder? Nicht wirklich ein Ritual doch. Mitten um 3 Uhr mittags auf der Straße. Doch, das sieht so aus. Die macht ein Ritual. Und Leute, und ihr seid live mit dabei. Jeder, der jetzt zuschaut, lasst alle nochmal ein Like da. Glaub, die Nonne macht ein Ritual auf der Drohne. Die Dämonen herbeschwören, Mann. Die Dämonen herbeschwören. Noch mehr. Ihre Kollegen, ihre Freunde. Die Nonne ist doch schon übel gruselig. Alter. Vor Halloween. Jetzt stellst du dieses Gefäß weg. Ja, aber der Kreis ist fertig. Und was kommt jetzt als nächstes? Und in der Mitte ist immer noch ihre Tasche, ihren Korb oder was ist das? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Da ist noch mehr, da ist ja noch viel mehr drin. Oh mein Gott. Was ist das? Eine antike alte Glasflasche. Hä, was hat die damit vor? Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich ein Teil des Rituals, Flexi. Was hat die denn jetzt mit der Flasche vor? Hey, wir müssen unbedingt dranbleiben, schaltet nicht ab. Es ist super spannend. Ich kann es nicht glauben, Freunde, was wir hier gerade mit euch erleben, live. Der Korb ist weg und die Flasche steht jetzt in der Mitte. Leute, doch, ihr seht recht. Es, ihr seht es. Die stellt die Flasche genau exakt in die Mitte von diesem Kreis. Ja, aber warum? Und die Frage ist immer noch, warum macht sie das? Irgendwelche Hand. Guck mal, wie sie Bewegungen macht, so schwörerisch, mystisch. Die sind unmenschlich, diese Bewegungen. Die könnten nicht mal dir nachmachen, Calvin und Flexi. Der Dämon steckt ja auch in den Nun 2, in der Nonne, Mann, ihr wisst es. Ja, und die beschwören ihn gerade. Damit lasst du euch am besten nicht an, das ist viel zu krass. Du hast gerade die Nonne auf der Drohne überwacht, das bedeutet auch, der Dämon ist bei uns. Mei, ich sag's jetzt nicht, Flexi, hoffentlich. Warte mal, sie macht doch krass. Die hat was in der Hand. Leute, ihr seht es, sie hat irgendwas in der Hand. Und die sucht die Flasche? Die findet die Flasche nicht, oder was macht die? Oder redet die mit sich selbst? Irgendwas sagt sie doch. Nee, die Flasche hat sie gefunden. Das kann nicht. Ja. Die muss mit sich selbst. Aber irgendwas hat sie doch in der Hand. Eine Kerze. Die steckt eine Kerze in die Flasche. Eine Kerze, ein Kreis. Für jedes Ritual braucht sie auch eine Kerze, Mann. Langsam wird es mir zu gruselig. Sie zündet sie an, ihr seht es. Sie zündet sie an, sie gibt es. Es wird mir zu gruselig. Meinst du? Ja! Flexi, Mann, wir sind in sicherer Entfernung und ihr auch. Euch kann ich die Nonne 2 bleibt auf Kamera von der Drohne und sie macht gerade live mit uns ein Ritual. Das ist zu viel! Aber ich hoffe, das hat nichts mit uns zu tun. Ich hoffe, das hat sowas mit dem Ende von dem Kinofilm zu tun, den ihr vielleicht schon gesehen habt. Weil unsere Drohne hat sie heute und jetzt noch nicht gesehen, das weißt du. Das heißt, sie macht es auch so, als wäre die Drohne nicht da, weil wir sie live erwischt haben. Die hat gerade noch was aus diesem Kopf geholt. Ich muss näher, aber sehen. Nicht zu nah! Alter, guck mal. Die hat da so ein Elixier. Mit Zaubertrank. Da ist noch was! Alter, die beträufelt es wahrscheinlich mit Weihwasser, Mann, mit Weihwasser. Ja, weil es die Nonne ist. Die kommt ja aus dem Kloster, aber aus dem Horrorkloster. Weihwasser in den Salzkreis
um die Kerze herum. Wie krank ist es, Mann? Es kann nicht kranker gehen, Mann. Ich weiß es nicht, Mann, ob das jetzt immer noch so gut ist. War das wirklich eine gute Idee, Mann? Oh Gott, die hat ein Messer geholt und einen Kürbis, Mann. Was hat denn Kürbis mit dem Ritual zu tun? Habt ihr eine Ahnung, was es bedeutet? Natürlich, ich weiß es, was weil es gleich Halloween ist. Deswegen. Es ist kurz vor Halloween und was hat man da? Kürbis. Habt ihr auch alle einen Kürbis? Dann schreibt mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Es geht los, sie beschwört den Dämonen, ihr seht es. Hände in die Luft. Ein Kürbismonster. Sie beschwört ein Kürbismonster. Kennst du nicht Kürbismonster? Freunde, Flexi hat sowas von Sleepy Hollow, ohne Kopf, aber ein Kürbisgesicht. Oh mein Gott, ihr Gesicht sehen, in voller Pracht. Oh mein Gott. Sie betet echt den Kürbis an, kann das sein? Sie beschwört die Dämonen herbei, die Halloween-Dämonen. Das kann doch nicht sein, das ist alles vor Halloween. Sie greift zum Kürbis. Nein, Messer, Kürbis, Messer, Kürbis, Kürbis, Messer. Doch, nein, doch. Die schneidet doch nicht etwa den Kürbis auf. Bitte, ich will es nicht sehen, was ich kann es nicht sehen. Was macht Leute, macht alle die Augen zu. Macht sie echt so zusammen mit uns. Ich muss aber hingucken. Sie nimmt das Messer in beide Hände. Du musst hinschauen, bevor du noch die Drohne... Ey, du guckst weg, Flex. Ihr könnt alle die Augen zumachen. Ich muss hingucken. Ich muss die Drohne steuern. Ihr lasst die Augen weg und lasst ein Like ich da. Ich mit dir und ich bin... Ah! In den... Oh nein! Ah! Der arme Kürbis! Alter, was war... Der arme Kürbis! Was ist das für ein Ritual, Flex? Ich versteh's nicht, Mann. Wenn der Kürbis wüsstest, wo der jetzt ist... Alter, im neuen Kreis beim Hexenritual! Alter, vielleicht will die echt Halloween vermiesen oder noch schlimmer machen, als es eh schon ist. Halloween ist eh schon so gruselig. Und das macht Halloween noch gruseliger. Die betet echt den Kürbis an. Guck dir das an. Sie beschwört ganz den Kürbis. Ganz klar, hundertprozentig. Es geht hier um Halloween. Da bin ich mir ganz zu 1000%ig sicher. Guck dir das an, diese kranken Bewegungen, Freunde. Kürbis, Hexenritual, Lolle. Es ist Halloween. Schaut euch das Gesicht von ihr an. Ist das voll komplett? Hundertprozentig ein Ritual. Oh mein Gott, sie beschwört irgendwas. Die ganzen Energien von dem Kürbis weg. Hör mir auf jetzt. Was machst du, Mann? Guck, ja, das ist mir viel zu gruselig. Schau mich doch nicht so, Mann, Alter. Ja, das ist viel zu gruselig. Schau dir das an, Kevin. Dicker, Junge, 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 Junge. Ich muss hingucken, Freunde. Ich kann nicht weggucken. Ihr könnt weggucken, aber schaut euch das Video bis zum Ende an, auf jeden Fall. Und lasst ein Like da. Sie läuft den Kreis entlang. Ja, natürlich. Für was ist der Kreis da? Dass die Dämonen nicht raus können! Sie redet mit der Kerze und dem Kürbis? Ja. Was passiert denn jetzt, Alter? Beschwört diesen Kürbis, aber warum? Keine Ahnung. Warum beschwört die Nonne einen Kürbis? Scheiße, es ist viel zu heftig, Mann. Was hat die da vor? Was macht. Ah! Die hat den Kürbis zerstört, Freunde! Der arme Kürbis. Alter. Der hat doch gar nichts getan. Digga, ich check gar nichts mehr. Sie hat diesen Kürbis beschworen, mit den Dämonen besessen. Nein. Und jetzt macht sie ihn kaputt, oder? Und was? Jetzt ist so, dass aus dem. Oh mein Gott, Mist! Was? Sie hat uns entdeckt. Nein! Sie hat uns entdeckt. Nein! Nein! Du warst zu nah, Cayman! Du bist zu nah angeflogen! Du warst zu laut, Flexi! Du hast viel zu laut geredet! Die hat uns gehört! Leute, seid ihr aber wenigstens alle leise und lasst leise ein Like da! Alter, ist die krank! Guck mal die... Oh mein Gott! Dieser komm! Nein! Wir müssen abhauen, Cayman! Wir müssen abhauen! Ich will dranbleiben, wir müssen abhauen! Nein, Cayman, wir müssen abhauen! Bist du sicher? Ich sag dir hundertprozentig, flieg weg! Das Ritual ist viel zu krass geworden! Mann, ich kann nicht! Damit habe ich nicht gerechnet! Wisst ihr was? Wir müssen abhauen! Ich flieg weg, ich flieg weg, ich flieg weg! Ja, aber die rennt hinterher, schau doch mal! Folgt uns, oder was? Natürlich folgt ihr uns! Ich dreh um, ich dreh um, ich flieg in Richtung nach Haus! Weg! Auf geht's! Wir Vollgas, Leute! Die Drohne muss wieder zurück ins Hauptquartier! Warte, warte, ich will noch einmal gucken, ob sie uns folgt! Glaub ich nicht! Oh mein Gott! Sie folgt uns, Alter! Ich hab dir gesagt! Sie folgt uns, Freunde! Lande die Drohne! Bring sie nach Hause, Kevin! Lande sie, bitte! Lande sie! Alter, Freunde, Mann, wir müssen uns unbedingt beeilen! Wir sind uns zu 100% sicher, dass die Nonne die Drohne verfolgt hat! Die ist jetzt geholt! Die könnte jetzt überall sein, Leute! Lasst mal jetzt auch alle ein Like da! Die könnte schon hinter uns sein! Die ist überall, Mann! Leute, wir müssen jetzt alles hier zumachen! Mann. Zu, Mann. Hier ist sicher, Flexi, du übernimmst hier hinter uns, ich übernehme hier drüben. Okay,